Hallihallo, hier bin ich wieder und ich habe eine neue Minecraft-Folge im Gepäck. Und ich schmeiß schon wieder meine Schaufel weg, weil Schaufel wegschmeißen, das ist der neueste Schrei. Das hat sich nur leider noch nicht rumgesprochen. Diese Trends setzen sich halt nun eben leider nicht ganz so schnell durch. Aber naja, für das habt ihr ja mich. Also immer dran denken, Schaufel wegschmeißen ist in. Genauso wie ersaufen. Ersaufen ist genauso in. Ich dachte, ich könnte hier nochmal so ein tolles Wasserloch produzieren, aber das funktioniert wohl nicht so, zumindest nicht so, wie ich es jetzt hier gemacht habe. So funktioniert es natürlich nicht, aber egal. So, und dann die Höhe, wieder Luft holen. Wenigstens haben wir das gleich. Dauert nicht mehr lange. Dann machen wir drinnen weiter. Ja, und dann erfahrt ihr auch irgendwann, was es wird. Habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht verraten, oder? Ja, ich mit meiner Geheimniskrämerei immer. Ach, ich hätte es natürlich verraten können. Nee, das wäre vielleicht ganz nett gewesen. Und hier kann ich wieder Luft holen. Ach, wie schön. Bevor ich dann den Rest wegmache. So. Was haben wir jetzt? Da unten. Ach so. Bin ich jetzt noch nicht mal tief genug? Oh, meino. Muss ich ja noch eins tiefer. Habe ich jetzt gar nicht so gemerkt. Geh weg da, du Arsch. Mit Ohren. Ach so, jetzt einer. So. Das mit Luft holen funktioniert jetzt hier nicht mehr. So. Machen wir die noch weg. Oh mein Gott, jetzt habe ich einen Scheiß gebaut. Es ist Wasser reingekommen. Naja, aber es ist auch schon wieder draußen. So schlimm war es also dann doch nicht. Das war jetzt Schwachsinn. Weil vorher ist dieser Erdblock weg. Fließt zwar wieder Wasser rein, aber egal. Mal wieder Luft holen. Haben wir noch eine Axt? Natürlich haben wir noch eine Axt. Und wie wir eine Axt haben. Yay. Ja, das wird. Das wird, das wird, das wird. So. Weiter. Mit meinen Lee fertig werden mit diesem Schmarre. Warum? Geht da jetzt Wasser rein und da vorne ging keins rein? Oh, Luft holen. Sollte ich mal wieder. So. Wird schon wieder Nacht? Ich könnte natürlich jetzt auch hier in der Nacht weiterbauen, aber nee, lieber nicht. Das lasse ich lieber. Schwupsi! Und dann rein da. Rein in die gute Stube. Rein, habe ich gesagt. So. Und schlafen. Ich bin ja schließlich auch schon sowas von müde. Ja, das meine ich jetzt sogar voll ernst. Oh, ich will bemitleidet werden, weil ich müde bin. Bitte, 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 bitte. Ach ja. Ich hab schon schwer. Immer mit müde und so. Ja. Ach ja, deswegen kam da kein Wasser rein, weil ich da den Boden schon drin hatte. Diesen Teil. Ja. Kann es nicht immer so schön haben, dass alles so funktioniert, wie man es will? Jetzt geh halt weg da. Was willst du denn da? Mensch, du nerviges Ding, du. Alter. Die Viecher sind doch nervig, oder? Was haben die auch im Wasser zu suchen? So Quallen, die gehören ins Feuer. Auf den Ofen. Auf den Tisch zum Essen. Ja, sowas. Ja, und an die Vegetarier unter euch, tut mir leid, dass ich das jetzt so gesagt habe. Ich habe auch mal eine Zeit vegetarisch gelebt. Aber war auch voll der festen Überzeugung. Aber irgendwie, ach, keine Ahnung. Ach Gott. Das ist ein schwieriges Thema, finde ich, vegetarisch und so. Also ich finde es schwierig, wenn man sich das immer an, also wenn man das angewöhnt hat, im Laufe der Zeit. Alleine schon durch die Eltern, man wird ja, die geben einem ja das mit, was man isst und was man nicht isst, dann ist es meiner Meinung nach gar nicht so einfach, diese Muster wieder abzulegen. Und das ist der Grund, warum ich immer noch Fleisch esse. Ich hatte wirklich eine Zeit, wo ich sagte, oh Gott, sowas kann man nicht essen, aber irgendwie, keine Ahnung, kam auf einmal wieder mein Rappel und dann war alles wieder da. So, der stirbt jetzt da drinne, oder? Ja, ich würde schon sagen, dass der jetzt da drinnen stirbt. Und ich stirb hier unten. Meine Herren. Oh, jetzt bin ich bald rundum und dann ist Schluss hier endlich da. Ey, das geht mir auf den Geist, sag ich euch.
muss ich auch nochmal hinwegmachen, weil ich dann Fehler gemacht habe. So, so, so. Den anderen kann ich von innen setzen. Jetzt ist schon wieder Luft holen. Hallo, sag mal. Da kann ja ich noch länger die Luft anhalten. Hier ist schon ein bisschen gar krass. Also meiner Meinung nach ist es ein bisschen übertrieben wenig. Ach, da muss ich drin ein bisschen viel nachhelfen. Aber egal, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich erstick ja hier unten da, ey. Nein, du schmeißt das Zeug hier nicht weg. Weil das brauche ich noch, Madame. Ach so, ich brauche Stein. Steinis! Steinis! Oder die Luft! Hoffentlich jetzt das letzte Mal. Weil jetzt bin ich dann rundum. Ich schmeiß schon wieder einen Stein weg. Und schon wieder. Meine falschen Tasten heute hier. Meine Herren. So. Ah, oh, jetzt bin ich durch. Jetzt kannst du ersticken. Nee, natürlich nicht. Ich will ja meine 11 Punkte behalten. So. Und dann schwimmen wir hier mal ans Ufer. Minecraft-Musik, tüdelü. Nein, diese Strömung hier, das ist blöd. Das muss ich irgendwann noch ausbessern. Oh, wuppa. Jetzt geh rauf da. Wuppa. So. Geh jetzt da runter. Und, stirbst du schon? Ich muss nachhelfen, stimmt's? Nochmal. Du Armer. Jetzt ist er tot. Ich habe ihn getötet. Ja, ich habe ihn getötet. Es tut mir auch leid, aber... Er hat halt so gut geschmeckt. Das ist ja falsch. Nein, du gehst dahin. Du gehst dahin. Und du? Du darfst dahin und dahin und dahin und dahin. Und dahin und dahin. So, haben wir das schon mal fast fertig. So, dann gehen wir jetzt wieder rauf und dann schauen wir mal. Was denn? Der Ofen spricht. Er spricht hier 32 Ziegel und er spricht hier 57 Ziegel. Das hört sich doch schon mal gut an und ich würde sagen, das reicht. Juhu! So, das hier. Zacka, und dann das hier. Zacka, und dann das hier. Und dann bleiben drei über und egal. So, schluck die. Schluck du Luder. Na komm. Da 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 da. So. So, dann haben wir das schon mal. Da brauchen wir dann hier drin nochmal eine Beleuchtung und da wird auch hier noch ein bisschen was geändert, aber das kommt noch. So, jetzt muss ich mal schauen. Hier kommt nämlich wieder was weg. Ich habe hier 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, 2 in der Mitte, das wäre optimal. Okay. Das heißt, ich nehme hier die da. Perfekt. Da buddel ich mich jetzt mal ein Stückchen runter. Bin ich mal gespannt, ob ich in eine Höhle fall. Wundern wird es mich ja bei meinem Glück definitiv nicht. So, ein kleines Stückchen noch. Weit nicht mehr. So, noch einen. So, perfekt. Bringen wir hier mal eine Fackel. Ach du Scheiße. Julchen, wie wär's denn eigentlich, wenn du jetzt Leitern mitgenommen hättest? Das wäre gar keine so blöde Idee gewesen, ne? Würde ich sagen, dann müssen wir uns erstmal eine Leiter holen. Das wird schon viel bringen. Ja, aber ich kann zumindest schon mal ein bisschen anfangen zu bauen. Zumindest das bauen, was ich vorhabe zu bauen. Ich muss jetzt nur überlegen, in welche Richtung das ich gehe. Ob ich nach vorne gehe oder nach rechts oder nach links. Also auf alle Fälle jetzt mal hier in diese Richtung. Hämmer Eisen, ist schon mal gut. Das heißt, ich gehe jetzt mal 2 in diese Richtung. Und in diese Richtung gehe ich auch 2. Genau. Dann hauen wir das mal weg. Und dann hauen wir das auch mal weg. So.
Supi. Genau. So. Das müssen wir dann natürlich noch auch ein bisschen erhöhen. Weil so tief kann ich es natürlich nicht lassen. Das ist klar. Dann gehen wir jetzt einfach mal straight ein bisschen nach vorne. Bisschen. So nach Gutdünken. Ja, mal Kies. Wenn ich schon wieder auf Kies stoße, dann freue ich mich jetzt schon wieder. Mir gefällt es auch nicht, dass ich hier immer wieder so weiße Stellen sehe. Entweder stoße ich hier auf eine Höhle. Aber ich kann es hier nicht ewig lang machen. Von daher werde ich das Ganze jetzt hier rüberziehen. Dann machen wir nach 1, 2 und 1, 2. Nochmal 1, 2, 1, 2. Dann müsste das jetzt eigentlich so stimmen. Bin dann gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn ich hier fertig bin. Unterwassergebäude. Natürlich wird der Vorraum noch geändert, ist klar. Das müsste ich dann bald durch sein. Wenn ich nicht einen Fehler gemacht habe. Nee, ich habe keinen Fehler gemacht. Alles klar. Dann müssen wir jetzt das hier alles raushauen. So kommt man an Cobblestone, würde ich sagen. Auch mal eine Art Cobblestone zu farmen. Ich bin zurzeit nicht überdreht, ne? Das ist ein bisschen schlimm. Ich sollte wieder ein bisschen überdrehter werden. Nee, aber man soll ja selbst sein. Und wenn ich heute nicht überdreht bin, dann kann ich euch das leider nicht liefern. Ach, das ist natürlich schade, ich weiß, aber. Ach, es tut mir ja irgendwo auch voll leid, aber. Ach. Momentan ist alles ein bisschen stressig. Die Arbeit und alles und ach, Mann. Da ist es nicht so einfach. Mit dem überdreht sein, also bei mir zumindest nicht. Also meine Launen färben ziemlich gern dann auf mich ab. Kann man jetzt als Frauenproblem schimpfen? Ich weiß es natürlich nicht, aber naja. So. Das schon mal. Ach ja. Naja, ich werde auch schon wieder. Irgendwann werde ich wieder überdreht werden. Das werdet ihr schon sehen. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann. Ja, dann haben wir ein Problem. So. Büdüm hat's gemacht. Ich muss Schafe holen. Ich brauche Wolle. Die ich dann färbe. Ja, das ist nämlich jetzt mal ein Projekt, das ich mal mit richtig viel Detail füllen möchte. In letzter Zeit hat es ja wirklich gehapert an Details bei mir. Aber jetzt möchte ich Details. Ja. Was soll ich denn erzählen? Gäbe es denn irgendwas, was euch interessieren würde? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. So, essen muss ich nicht. Was haben wir denn hier? Den Setzling, den könnt ihr ja nicht wegschmeißen. Den braucht kein Schwein. Gibt es irgendwas, was ich zusammen mit denen da, den verrottetes Fleisch, das machen wir weg. So. Wollen wir doch nicht den schönen Cobblestone hier verschwenden. So, dann haben wir das schon mal. Die Decke, die darf ungefähr, ach ja, hier wo die Kohle ist, bis daher darf sie tief werden, oder tief sein, dann darf sie höher werden. Und dann darf das Ganze aber auch um ein Stockwerk tiefer werden. Ja, meine Ideen kommen jetzt voll. Hallo Hacke. Ich das Fleisch gar nicht wegschmeißen müssen. Egal. So. So. Wo haben wir jetzt angefangen? Hier haben wir angefangen. Das heißt, hier darf es auch tiefer werden. Brauchen wir da noch Slappies? Ja, mal gucken. Mit welchem Material das muss dann auch machen, das ist ja dann immer die nächste Frage. Ist alles ein bisschen kompliziert. So. Kies machen wir hier gleich weg. Kann ich hier auch wegmachen. Will ich hier nochmal um eine Etage tiefer gehen. So. Hier möchte ich dann auch gern noch um eine Etage höher.
Ah, da kommt der Sand zu Vorschein. Das ist nicht schön. Kommt der Sand raus? Nee. Okay, das heißt, ich muss hier dann gut das Loch ausbessern. Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das kann man ausbessern. So. Dann. Eigentlich hätte ich es auch andersrum machen können. Das wäre eigentlich viel, viel hübscher. Ich bin ja eh relativ tief. Da habe ich schmaler gebaut. Das wäre eine viel, viel schönere Idee gekommen. Na gut. Ja, aber einmal tiefer runter ist jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt haben wir jede Menge Cobblestone, meine Herren. Ach ja, dann machen wir es so. Genau. Wir gehen hier tiefer. Und dann nach vorne gehen wir wieder hoch. Machen wir es so. Dann habe ich das nicht umsonst weggehauen. So, und jetzt muss ich mich dann mal um Schafe kümmern. Aber die natürlich in einem grasbewachsenen Gebiet. Ja, das mache ich später. So. Das kann man in der nächsten Folge auch machen. So, haben wir das schon mal? Eine Kiste wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber jetzt jede Menge Material. Gut, das heißt, wir werden hier dann wieder höher. Nee, noch nicht. Da möchte ich dann aber ein kleines Stückchen weiter vor, bevor ich höher werde. Oh ja, das wird lustig, das wird lustig. Und ich brauche Themen, damit ich euch nicht total langweile, weil wenn ich jetzt hier dann die ganze Zeit hier vor mich hinbaue und nur langweilig Zeug aus dem Gestein kloppe, dann brauche ich Gesprächsthemen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Wünsche habt, Diskussionsthemen habt, wendet euch an mich. Ich versuche das gerne in die nächste Folge einzubauen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!